Herzlich willkommen zu einem Aktionär TV Experteninterview, liebe Zuschauer. Normalerweise stehen die Kollegen aus der Printredaktion ja bei mir im Studio, aber aktuell sind die meisten von Ihnen im Homeoffice und deswegen spreche ich heute auch via Telefon mit meinem heutigen Gast und zwar mit Florian Söllner. Hallo Flo, ich hoffe, dir geht's gut. Marco, mir geht's gut, ich hoffe euch auch. Wir arbeiten ja soweit weiter, wenn auch ein bisschen anders, wie man sieht, ja. Das stimmt. Der Aktionär erscheint ja trotzdem und ihr seid auch online präsent. Wir wollen jetzt aber mal in dieser Sendung auf diverse Einzelwerte zu sprechen kommen, aber erstmal auf den DAX. Im Februar, da meintest du ja noch, alles sei möglich, aber ich schätze mal, mit der Entwicklung der letzten Wochen hast du dann vielleicht doch nicht gerechnet. Warst du überrascht? Das hat uns trotzdem nochmal überrascht, gerade in der Geschwindigkeit, wie schnell es dann nach unten ging. Wir hatten ja Cash aufgebaut, aktuell sind 55%, aber wir bauen jetzt auch schon wieder ab. Aber wir waren natürlich überrascht, uns hat es auch erwischt im Depot. Aber wir haben mittlerweile auch geswitcht natürlich auf Aktien, die helfen, die Corona-Krise zu lösen. Und wir haben ganz aktuell ab Freitag und heute auch schon die ersten Käufe wieder gemacht. Aber natürlich ist es dramatisch, was hier passiert. Wir hatten es angesprochen, uns geht es noch relativ gut. Wir können es noch handeln, weiterzuarbeiten. Aber manchen Sektoren und Branchen, denen wieder wirklich der Boden von den unter den Füßen weggerissen. Jetzt gab es eine Aussage vom IFO-Institut, wenn dann 2 Monate die Wirtschaft quasi stillsteht, heißt in dem Sinne auf 60% runtergefahren werden würde, wäre das ein Jahreswirtschaftswachstumsverlust, also eine Einbuße von 7 bis 11%. Wenn es 3 Monate Pausen gibt wegen der Pandemie, dann sind wir schon bei 10 bis 20% Wirtschaftsschrumpfung in Deutschland. Also das sind schon krasse Zahlen. Natürlich vordergründig geht es um die Gesundheit, das ist das Wichtigste in diesen Tagen. Aber natürlich trifft es dann auch viele Kleinunternehmer und natürlich auch viele Aktiengesellschaften. Wir schauen mal auf ein paar Einzelwerte. Du hast ja auch schon angesprochen, dass ihr hier und da doch mal wieder zugekauft habt. Wir starten mal mit PowerCell Sweden. Ihr hattet diesen Wert ja auch schon vorher im Depot, habt Teilgewinne schon mal mitgenommen. Nun habt ihr aber wieder zugekauft. Wieso? Genau, wir haben jetzt zugekauft eben Freitag und heute. Einfach weil dieser Abschlag zu groß war. Mit PowerCell haben wir einen Brennstoffzellen-Spezialisten, der eben dank des Partners und Investors Bosch relativ solide aufgestellt ist für die ganzen Verwerfungen, die ja auch auf die Automobilbranche zukommen. Aber PowerCell hat beispielsweise jetzt nochmal darauf hingewiesen, man ist ja nicht nur beschränkt bei der Zukunftsvision auf Autos, Busse oder Lastwagen. Man ist ja der schwedischen Forschungsinitiative beigetreten. Da geht es eben dann auch explizit um Züge, Schiffe und Flugzeuge, die künftig mit der Brennstoffzelle betrieben werden. Klar ist es Zukunftsmusik, aber PowerCell ist hier strategisch gut positioniert. Und wir gehen zumindest von einer schönen Erholung derzeit aus, wie auch im DAX im Übrigen. Ich denke, wir sehen jetzt eine Erholung, die ist einfach überfällig. Aber wir bleiben, ich weiß nicht, ob wir den Chart auch mal sehen, ich bleibe grundsätzlich schon sehr vorsichtig, auch aufgrund der großen Verwerfungen in der Wirtschaft. Das wird nicht übermorgen vorbei sein. Man muss damit rechnen, dass einzelne Sektoren wie Automobilbranche, Reisebranche, dass da wirklich auch länger schwierig bleibt. Es gibt aber auch schöne Sektoren, die sich abkoppeln und vielleicht auch nachhaltig. Da haben wir gleich ein paar Aktien. Ja. Genau, jetzt schauen wir erstmal auf Tesla unterdessen, denn auch in Zeiten wie diesen interessiert uns der Wert natürlich weiterhin. Die Tesla-Fabrik steht momentan still, oder Tesla-Fabriken. Zu Beginn der Krise hat Elon Musk das Ganze ja noch ein bisschen verharmlost. Ich glaube, das kann er jetzt auch nicht mehr. Deine aktuelle Meinung zu Tesla? Genau, Elon Musk hat jetzt sogar getwittert, diese Panik vor dem Coronavirus sei dumm. Und hat darauf hingewiesen oder verlinkt auf Artikel, die ihm sagen, man übertreibt es sozusagen, man sollte die Kraft jetzt nicht komplett auf das Coronavirus schicken, sondern auch weiterhin die Energie zu anderen Krankheiten aufwenden. Also ich will mich darüber gar nicht auslassen, es ist ein schwieriges Thema. Grundsätzlich sind, glaube ich, diese Aktionen schon richtig und auch Tesla muss sich hier unterwerfen. Jetzt wurde eben die Fabrik geschlossen oder wird geschlossen gerade in Kalifornien. Auch das trifft natürlich Daimler, BMW und VW und jetzt mittlerweile auch Tesla. Aber natürlich, ich habe jetzt auch ein Gespräch gehabt, erst mit einem Vorstand eines Biotech-Unternehmens. Da gibt es schon einige, die darauf hinweisen, nachdem man es zu lange verharmlost hatte, das Thema, schießt man jetzt vielleicht teilweise mit bestimmten Aktionen vielleicht auch ein Stückchen drüber hinaus. Das muss man beobachten. Punkt ist, um zur Tesla-Aktie zurückzukommen, auch hier ist, denke ich mal, jetzt einfach ein Rebound überfällig. Der Aktionär hat ja geraten, durchaus mal oben Gewinne mitzunehmen. Die Gegenbewegung ist überfällig, aber auch wie bei BMW und Daimler bleibt es in der Automobilbranche schwierig. Auch für Tesla-Analysten gehen davon aus, dass das Ziel von 500.000 Fahrzeugen dieses Jahr eben nicht erreicht werden wird. Das wären dann vielleicht, je nach Experten, zwischen 430.000 und 450.000 nur werden, einfach weil
die Menschen jetzt andere Probleme haben, als teils kostspielige Elektroautos zu kaufen. Tesla ist jetzt für Schnäppchenjäger der Hinweis, mit einem laufenden KGV von 70 und mit einem geschätzten KGV von 32 für nächstes Jahr kein Superschnäppchen, zumal man noch genau beobachten muss, grundsätzlich gerade in der Automobilbranche, ob es denn nicht noch weitere Abstufungen gibt, gerade mit Hinblick auf die nächsten Monate bei den Gewinnern der Hersteller. Dann machen wir an dieser Stelle weiter mit Hypoport. Hier verfolgst du ja die Story schon seit einigen Jahren. Hast du denn und hast ja auch immer wieder Kontakt gehabt mit dem CEO Slabke. Wie äußert der sich denn im Moment? Genau, er ist weiterhin zuversichtlich, das war er immer. Und er hat, meine erste Frage war, und Herr Slabke, verkaufen Sie vielleicht jetzt ein paar Aktien? Er hat ja immer daran festgehalten, als Großaktionär. Aber er hat gesagt, nee, er hat nie Aktien verkauft, er plant das auch nicht. Und er sieht sich gestärkt daraus hervorgehen aus von der Krise. Meine Frage war, weil man ja profitiert vom Immobilienboom als Plattform für Immobilienkredite, die zu managen ja Hypoport ein marktführendes Produkt hat. Er sagt, bei Neuabschlüssen erwartet er keinen signifikanten Rückgang. Dafür ist einfach der Nachfrageüberhang zu hoch. Sprich, es gibt immer noch viel zu wenig Wohnungen. Er sagt, früher haben dann vielleicht 30 Menschen sich eine Wohnung angeguckt. Jetzt in der Krise werden es weniger, sind es vielleicht nur noch 10 Interessierte, sagt er. Aber grundsätzlich sei das Geschäftsmodell intakt. Den Marktanteil von rund 20% bei Europace will er weiter steigern. Und er hat mir auch gesagt, er sieht weiterhin Potenzial, die Marge zu steigern. Also das ist eine Aktie, wo man mal tatsächlich zukaufen kann auf diesem tiefen Niveau, weil das Geschäftsmodell tatsächlich auch diese Krise überleben wird. Und du hast es auch schon erwähnt, es gibt ja auch Konzerne, die profitieren von der Krise. Beispielsweise TeamViewer, da sind wir wieder beim Stichwort Homeoffice. Gestern wurden hier auch Zahlen vorgelegt. Spiegeln Sie dies schon wieder? Genau, TeamViewer haben wir auch eine Spekulation gemacht im Depot 2030, im Hotstock-Report. Wir haben ganz klar gesagt, wir gehen davon aus, wir sehen es ja selbst in unserer Firma, wir sehen es im Homeoffice und hier die EDV-Experten und Mitarbeiter, die wir haben, die machen dann per Fernzentrale, helfen sie uns im Homeoffice aktiv zu bleiben. Und solche Remote-Management-Lösungen bietet eben TeamViewer an. Wir haben schon spekuliert, das dürfte wirklich gut laufen. Jetzt die Zahlen, die letzten Monate hat man 60% zulegen können bei den Billings, sprich bei den Einnahmen. Das ist nochmal deutlich stärker als die 40% Wachstum, die man 2019 hatte. Also absolut eine Firma, die jetzt hilft, mit der Situation umzugehen. Der Jahresausblick wurde noch nicht angehoben vom TeamViewer, da bleibt man vorsichtig, weil ja wirklich sich täglich das Umfeld ändert. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Gewinner dieser Situation. Wir haben die Aktie im Depot und lassen die Gewinne hier laufen. Bleiben wir beim Thema Krisenprofiteure, Essenslieferdienste oder auch Lieferanten von Foodboxen. Die dürften aktuell ja eigentlich auch profitieren. Ich muss auch zugeben, dass ich in dieser Woche meine erste HelloFresh-Box geliefert bekommen werde, hoffentlich am Donnerstag. Und ich bin da, glaube ich, nicht der Einzige, richtig? Ach, du warst das, weswegen ich gerade so lange warten musste. Ich habe ja schon seit längerem bin ich Kunde und habe das ausprobiert und jetzt tatsächlich gab es eine Verspätung, also sprich die Box wurde nicht geliefert aufgrund der hohen Nachfrage. Man war zuletzt schon um 39% gewachsen, das funktioniert das Geschäftsmodell und jetzt ist natürlich setzt man sich nochmal einen Riesenboom ein, weil Restaurants eben schließen mussten. Ist eine ganz schwierige Situation für Restaurants beispielsweise. Ein Insider hat mir gesagt, da gibt es wirklich viele Pleiten bis zu 10%, die sind alle schon im Anschlag. Aber es gibt eben immer auch Firmen, die profitieren, da ist HelloFresh eine Firma davon, charttechnisch derzeit schön Schwung aufgenommen, kurzfristig vielleicht ein bisschen überkauft, aber grundsätzlich denke ich, dass hier der Ausblick, der relativ konservativ war mit Wachstum bis 27%, eher übertroffen wird, weil einfach die Nachfrage sehr hoch ist. Aber man muss sehen, auch hier kam es überraschend, der Nachfrageschock oder die Nachfrage. Man muss sehen, wie schnell kann man das verarbeiten. Man sieht hier als Kunde, es gibt hier Verspätungen und es kann sein, dass Lieferketten unterbrochen werden, dass hier die Zutaten für diese Boxen, ob es jetzt Tomaten sind oder Hähnchen, nicht rechtzeitig geliefert werden. Das muss man beobachten, aber grundsätzlich eine Aktie der Stunde. Dann schauen wir nochmal auf Nuance, denn ihr habt auch diesen Wert ins Depot aufgenommen. Ist dies auch ein Corona-Gewinner sozusagen? Genau, wir standen ja in den guten alten Zeiten, vor 2-3 Wochen war es, noch im Studio und da haben wir den Chart noch gehabt und ich habe gesagt, die Aktie ist uns leider weggelaufen, die ist zu schnell gestiegen, wir haben sie nicht ins Depot gekauft. Jetzt ist sie schneller als gedacht zurückgekommen, sehr extrem, auch wie viele andere Aktien und wir haben jetzt einfach die Chance genutzt, sie zu kaufen, weil Nuance eben, die Hauptkunden von Nuance sind Ärzte, Krankenhäuser, bei Spracherkennung, wenn Befunde eindiktiert werden, wenn Patienten kommen,
schon jetzt war es so, dass bis zu 50% der Ärzte Burnout-Gefahr haben, weil man für eine Stunde, die man einen Patienten behandelt, im Prinzip zwei Stunden dann Verwaltungsaufwand machen muss. Nuance hilft schon jetzt, das zu lösen mit intelligenten Produkten auf KI-Basis, künftig immer mehr auch mit Microsoft gemeinsam. Und ich gehe davon aus, dass jetzt eben da das ganze Gesundheitssystem unter Stress steht, dass vielleicht nicht sofort man daran denkt, jetzt Nuance einzukaufen, aber dass die nächsten Monate einfach die Budgets für die Gesundheitsbranche wieder besser werden und die ohnehin spannende Aktie profitieren wird und Lösungen liefern wird, KGV 19 günstig und eine sehr, sehr hohe Gewinnqualität, weil viel wiederkehrende Umsätze zuletzt die Gewinne schon vervielfacht, ist aus meiner Sicht eine tolle Aktie derzeit. Einen letzten Wert haben wir noch heute mit dabei, auf den wir kurz zu sprechen kommen wollen. Paul Hartmann. Profitiert dieses Unternehmen auch aktuell von der Krise? Absolut, man hat erst heute Zahlen vorgelegt. Das war soweit in line. Und was die wenigsten wissen, wenn man hier zum Arzt geht und Desinfektionsmittel sich aufträgt oder egal wohin man geht, mittlerweile im Büro bei uns steht auch so ein Spender, dann liefert sehr oft Paul Hartmann einfach dieses Desinfektionsmittel. Es macht ein Viertel der Umsätze aus bisher und schon ein Drittel des EBITs. Und ich gehe davon aus, dass sich das sehr, sehr dynamisch und deutlich positiv entwickelt. Einzelne Abnehmer dieser Spender sagen, die Nachfrage einfach nach Desinfektionsmitteln hat sich einfach mal verdreifacht oder verfünffacht die letzten Wochen. Paul Hartmann ist noch ein bisschen vorsichtig. Gerade hat mir erst ein Sprecher nochmal geschrieben. Die sagen, natürlich haben sie jetzt die Produktion erhöht nach Desinfektionsmitteln. Natürlich sei eine hohe Dynamik im Geschäft feststellbar, aber man will jetzt noch nicht eine sehr hohe Prognose rausgeben, weil man natürlich nicht weiß, wie sich das Umfeld verändert. So geht es auch uns. Abschließend nochmal der Satz zu den Märkten. Auch wir müssen täglich gucken, wohin geht's das Ganze. Daher weiterhin der Tipp. Klar ist jetzt eine Gegenbewegung, es ist einfach überfällig, aber wir bleiben bei unserer Einschätzung, das Umfeld ist einfach herausfordernd. Man sollte immer ein bisschen Cash trocken halten. Und ich bleibe auch bei der Aussage, es ist einfach vieles möglich. Ganz schnelle Gegenbewegungen, vielleicht 20-30% bei einzelnen Aktien. Aber nach unten ist natürlich noch viel Gefahr im Markt, wenn sich das nicht schnell auflöst, weil die Wirtschaft einen kräftigen Dämpfer bekommen hat. Das gibt natürlich nachhaltig und langfristig dann auch extreme Chancen, aber bis dahin muss man ein bisschen das Kapital erhalten. Das ist so der Tipp an unsere Leser. Florian, dann war es das für heute. Vielen Dank für deinen Überblick. Ich hoffe, wir sprechen oder sehen uns dann auch bald in Persona wieder. Bleibt gesund alle und bis bald. Danke dir. Ja, Sie bleiben bitte auch gesund, liebe Zuschauer. Ich gehe jetzt Hände desinfizieren und wir sehen uns bei Gelegenheit wieder. Auf Wiedersehen.